Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was das bestimmte Integral ist und wie man damit Flächen unter Kurven berechnet. Dein Ziel für dieses Video ist es, den Mittelwertsatz der Integralrechnung kennenzulernen und zu verstehen, was diese besagt. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Erklärung und auf der rechten Seite eine Grafik mit einer rot und einer blau schraffierten Fläche. Mein Arbeitsauftrag an dich ist nun, lies dir den Text sorgfältig durch und beantworte anschließend die Frage, welcher Zusammenhang gilt zwischen den schraffierten Flächen. Versuch das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also wir sollen herausfinden, welcher Zusammenhang gilt zwischen den schraffierten Flächen, also zwischen der rot und der blau schraffierten Fläche. Um das zu beantworten, lesen wir zunächst den Text nochmal gemeinsam durch. Wir wollen den durchschnittlichen Funktionswert der dargestellten Funktion f im Intervall a bis b ermitteln. Das heißt, wir haben die Funktion f hier blau dargestellt, also den Graphen der Funktion f hier blau dargestellt, und wir wollen nun den durchschnittlichen, den mittleren Funktionswert von f ermitteln. Also was ist der Funktionswert von f im Intervall a bis b im Mittel, im Durchschnitt? Nun steht hier weiter, der Mittelwertsatz der Integralrechnung garantiert uns mindestens eine Stelle, s im Intervall a bis b, mit f von s mal b minus a ist gleich Integral von f von x im Intervall a bis b. Wir wollen nun herausfinden, was diese Gleichung hier genau aussagt. Und betrachten wir dazu mal die linke Seite der Gleichung, also f von s mal b minus a, dann können wir hier erkennen, dass f von s ist ja genau der Funktionswert unserer Funktion f an der Stelle s. Das heißt, dieser Funktionswert ist hier durch in der Grafik durch die rote Linie dargestellt. Das heißt, f von s ist genau der Abstand von der x-Achse bis zum Funktionswert f von s hin. Das heißt, es ist genau diese Länge. Und b minus a ist genau der Abstand von a bis b. Also genau diese Länge. Das heißt, f von s mal b minus a ist genau der Flächeninhalt des roten Rechtecks. Das heißt, wir können uns das hier markieren. Und nun betrachten wir die rechte Seite der Gleichung. Hier steht, dass bestimmte Integral von f von x im Intervall a bis b, also genau die Fläche, die der Graph unserer Funktion f mit der x-Achse einschließt, also genau die blau schraffierte Fläche. Das heißt, wir können nun erkennen, dass also der Zusammenhang zwischen den schraffierten Flächen ist, dass die Flächen gleich groß sind. Also die rot schraffierte Fläche entspricht genau der blau schraffierten Fläche, ist also gleich groß. Das heißt, wir können hier als Antwort schreiben, die Flächen sind gleich groß. Nun steht hier noch weiters, f von s wird als durchschnittlicher Funktionswert von f im Intervall a bis b definiert. Das heißt, in der allerersten Zeile ist gestanden, wir wollen den durchschnittlichen Funktionswert der dargestellten Funktion f im Intervall a bis b ermitteln. Das heißt, mit f von s haben wir tatsächlich den durchschnittlichen, den mittleren Funktionswert von unserer Funktion f im Intervall a bis b gefunden. Das heißt, man könnte auch sagen, der Mittelwertsatz der Integralrechnung garantiert uns, dass wir für die Funktion f zumindest eine Stelle s finden, an der der Funktionswert genau dem mittleren, dem durchschnittlichen Funktionswert entspricht. Das heißt, der Mittelwertsatz der Integralrechnung garantiert uns eine Stelle s, an der Funktionswert und der durchschnittliche Funktionswert gleich sind. Wenn wir nun zurückdenken an das letzte Video, wo wir das Beispiel zum Furchenwal bearbeitet haben, dann haben wir hier sozusagen den mittleren, den durchschnittlichen Funktionswert abgeschätzt. Das heißt, wir hatten die Funktion v hier, also den Graphen der Funktion v,
gegeben. Und zu dieser Funktion haben wir den durchschnittlichen Funktionswert einfach abgeschätzt. Und jetzt wissen wir aber noch mehr. Durch den Mittelwertsatz der Integralrechnung wissen wir nun, dass es zumindest eine Stelle gibt, an der der Funktionswert wirklich genau gleich groß wie der mittlere Funktionswert im Intervall ist. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.